Sonntag, 11 Uhr, Kracherzeit. Seid mir gegrüßt, liebe Leute. Heute kommen die Betrüger schon in den ersten zwei Anrufen richtig ins Schwimmen. Noch dazu kriegen die beim Besprechen ihre Zähne nicht auseinander und nuscheln dermaßen, dass man sie kaum versteht. Man erkennt an deren Buchstabierkünsten, dass die aus Russland anrufen. Viel Spaß also mit den neuen Liebesgrüßen aus Moskau. Nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, Herr Bergmann. Ja, wer ist da? Also ich bin Jan Häusler. Ich rufe Sie an, weil ich angemeldet habe. Ja? Sie haben das Interesse mich im Schwimmbad angemeldet, dass ich da schwimmen wollte. Rufen Sie deswegen an? Ja, das stimmt, ja. Okay, wann kann ich denn schwimmen kommen? Bitte? Wann kann ich denn schwimmen kommen? Denn schwimmen? Ja, ich hatte mich angemeldet, um schwimmen zu gehen heute. Rufen Sie deswegen an? Ah, nein. Ich schwimme wegen ein automatisches Handelssystem. Es handelt sich um Training. Ach so. Und von welcher Firma rufen Sie an? Andy Finance. Wie heißt das? Andy Finance. Sagt mir gar nichts. Können Sie mal Ihre Webseite buchstabieren? ANDE.finance. Buchstabieren bitte. A. Ja, ANDE haben wir schon gehabt. Und weiter? Ja. Punkt. F-I. Mit Punkt. Okay. F. Ja. I. N. I. Können Sie Deutsch buchstabieren, bitte? Ich bin Deutsch. Ja, alles klar. Ciao. Ja, bitte. Hallo, Äpfelbacher ist hier. Herr Bergmann. Ja. So, haben Sie gesagt vor ein paar Wochen, dass Sie Interesse haben für ein automatisches Handelssystem. Haben Sie noch Interesse, wollte ich fragen? Wann habe ich das gesagt? Wer sind Sie? Nicht gesagt, gezeigt. Ja, Sie haben gesagt, Plattform habe ich gesehen. Sie haben gerade gesagt, ich hätte vor ein paar Wochen gesagt, ich hätte Interesse. Haben Sie gerade nicht gesagt? Nicht gesagt, gezeigt. Ach, Sie sprechen sehr undeutlich, gut. So, und weswegen rufen Sie jetzt auf an? Auf unsere Plattform. Wie bitte? Und weswegen rufen Sie jetzt an? Ja, genau. Ja, das war eine Frage. Weswegen rufen Sie jetzt an? Weil ich irgendwann mal Interesse gezeigt habe, rufen Sie an. Ja, weil Account ist noch nicht aktiv. Ein Account? Wo habe ich denn einen Account? Auf Ende ist Finanz haben Sie schon einen Account, welcher ist nicht aktiv. Wo zum Aktivieren den Account brauchen Sie meine Hilfe, ja. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, wo ich einen Account habe. Auf Plattform, sie heißt Andy Finanz. Da muss ich das mal war genau am 8.01. Ja gut, aber ich kenne diese Seite nicht. Können Sie mir mal buchstabieren, wie die heißt? Ich heiße Jonas Äpfelbacher. Ja, ich weiß, Sie heißen Jonas Äpfelbacher und Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Ich habe Sie gefragt, wie Ihre Webseite heißt und ob Sie die buchstabieren können. Ja, kann ich. Ja, dann los. A, N, D, J. Was heißt J? Was heißt J? J wie Jema. Ach, ein E, nicht ein J, ein E. Genau. Ja, und weiter? F. Ja. I. Ja. Mit Punkt drauf. N. Ja. A. Ja. N. Ja. T.
Bitte. Ja. Und EWM wieder. Ja, das ist der Name. Und die Webseite heißt .de oder was? .com. Ah ja, gut. Dann mache ich da mal auf und schaue da mal rein. Moment bitte. Ja. Es ist sehr laut bei Ihnen. Musik? Ja. Die Webseite gibt's gar nicht. Andefinanze.com gibt es nicht. Andefinanze.com geht bei uns. Nein, geht nicht. Ich habe es gerade aufgerufen. Nein, ich frage die Kollegen. Ne? Ja gut, dann fragen Sie die Kollegen. Ah, Ande.finanz. Dazwischen muss Punkt sein noch. Ande.finanz.com. Und Punkt? Com, ja? Ande.finanz.com. Nee, gibt's auch nicht. Ande.finanz.com gibt's nicht. Ein Moment. Ja. Sie kennen Ihre eigene Webseite ja, nicht? Geht nicht? Nein, weil ich benutze die Webseite gar nicht. Ja, aber man muss doch seine eigene Webseite kennen. Die Kunden, die selber dort... Was bitte? Von irgendwo. Von dort, wir haben die Kunden. Ihre Daten sind von dieser Plattform. Aber wie es geht, diese Plattform, ich habe keine Ahnung selber. Ja, nee, die gibt's nicht. Ja, ich informiere mich noch jetzt, ja, wie gut. Es genau heißt. Schick mir einen Link, bitte. Sind Sie in einer Diskothek? Hier immer spielt Musik. Ja, also es ist sehr laut bei Ihnen. Ja, ein bisschen. Ja, nicht ein bisschen, es ist sehr laut. Deswegen frage ich, ob Sie in einer Diskothek sind. Nach der Arbeit fühlt man es schon. Bitte was? Nach der Arbeit fühlt man, ob man in einer Diskothek ist? Verstehe ich nicht. Wie nach Diskothek, ja. Ja, genau, es ist wie in einer Diskothek. Und Sie sind ja auf der Arbeit. Punkt, da brauchen wir ja... Bitte? Punkt pro am Ende. Was? Also jetzt nochmal von vorne. Ande? Aber hier dazwischen ohne Punkt, ja? Bitte? Ah, ohne Punkt. Ande Finanz, wie gesagt, ohne Punkt, am Ende Punkt pro. Aha, Ande Finanz Punkt pro. Das ist doch mal lustig. Und das ist Ihre Webseite, oder was? Ja. Ja, und Sie kennen Ihre eigene Webseite, nicht? Ist ja komisch. Ich habe keine zu tun mit Webseite. Ja, Sie arbeiten doch für diese Firma, oder nicht? Ja, genau. Und dann kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht. Das ist ja mal glorreich. Nicht so lang. Nein, nicht so lang. Ja. So, und was wollen Sie jetzt? Aber bin ich aus München? Nee. Habe ich gesagt, das rede ich so. Bin ich dort geboren, in Großkaden. Sie sind nicht in München groß geworden. Sie reden nicht bayerisch. Wo Nein, sind Sie nicht denn? Bayerisch. Ja, um 7 Jahre bin ich weg von dort. Ach, bevor Sie reden konnten, sind Sie weg von dort. Oh, das ist schon ein Geheimnis. Ja, das ist schon ein Geheimnis. So, und was wollen Sie jetzt von mir? Aber waren Sie schon auf dieser Plattform irgendwann? Nee, jetzt gerade, das erste Mal. Weil Ihre Daten, wir bekommen von...
Diese Website, von dieser Plattform. Oh, dann haben Sie die gekauft, weil ich war noch. Ich war noch nie auf dieser Webseite. Komisch, vielleicht jemand von Ihrer Familie dort hat registriert. Mit meinen Daten? Nein. So, was wollen Sie jetzt? Ja, ich wollte. Ja, wenn das ist ein Fehler, will ich mehr nichts von Ihnen, weil ich einfach Hilfe, den Account zu aktivieren. Was denn für einen Account? Erzählen Sie doch mal, ich will Ihnen ja nicht alles aus der Nase ziehen. Worum geht es hier? Normalerweise, Menschen dort machen einen Account, aber er ist nicht aktiv. Ja, und worum geht es denn bei diesem Account? Ist Finanzmarkt. Ach, Finanzmarkt. Ja, dafür interessiere ich mich. Um Handlung geht es. Ja, und was bietet Ihre Firma mir an? So, wir bieten einen Expertberater. Finanzexpertberater. Expertberater, welcher hilft Ihnen zu verstehen, diese künstliche Intelligenz. Ja, das größte Problem habe ich momentan, Sie zu verstehen. Sie sprechen sehr undeutlich, Sie nuscheln sehr. Sie müssen mal Ihre Zähne auseinandernehmen beim Reden, dann verstehe ich Sie vielleicht. Deutlich sprechen. Ja, versuche ich. Gut, also, was bieten Sie jetzt an? Alles, was wir reden, geht um Investitionen. Das ist ein künstliches System, Intelligenzsystem. Das hilft, Geld zu verdienen. Aha, und auf welche Art? Handlung. Ja, und auf welche Art kann ich handeln? Bitcoin, Gas, Öl. Ich kann also Gas kaufen und Öl kaufen. Ja, können Sie alles kaufen, verkaufen. Wie, ich muss ja erstmal, um etwas zu verkaufen, muss ich es ja erstmal gekauft haben. Und wie verdiene ich dann Geld beim Kaufen? Normalerweise die Menschen wissen schon, was Ja, ich kenne doch Ihre Firma nicht. Woher soll ich wissen, was Sie mir anbieten? Sie sagen, ich kann Öl kaufen, ich kann Gas kaufen. Durch Gas kaufen verdient man ja nicht automatisch Geld. Wie kann ich jetzt bei Ihrer Firma Geld verdienen? Aber da ist ein künstliches Intelligenzsystem. Da kann man verkaufen, ohne was zu kaufen schon. Ach, man kann etwas kaufen, ohne etwas zu kaufen? Verkaufen, ohne etwas zu kaufen, weil das ist Markt. Wie, man kann etwas verkaufen, ohne etwas vorher gekauft zu haben? Aber da, Sie, wenn investieren, das Geld. Ach, es geht um Investitionen. Sie sind schon, ja, genau. Ja, das haben Sie ja so noch nicht gesagt. Also ich soll in Öl investieren oder in Gas? In Gas, in Öl, Bitcoin, Krypto. Ach so. Und was kann ich dabei verdienen? So von 13% bis 30, 35 sowas. In welchem Zeitraum? Da kann man so von Monat. Im Monat 30%. 13 ja. bis 30%. Okay, das hört sich gut an. Ja. Das hört sich gut an. Und wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich dann bei Ihnen handeln? Auf dieser Plattform, Sie müssen sich registrieren, ja, wenn Sie sind noch nicht registriert. Ich denke, ich habe jetzt einen Account, deswegen rufen Sie doch an. Ja, normalerweise sollte Sie haben schon, aber... Ja, nee, ich war noch nicht auf dieser Webseite. Also habe ich doch einen Account, oder nicht? Sollte schon haben, aber wenn Sie sagen, haben Sie nicht, dann komisch. Ja, gut. Unter welchem Namen habe ich den Account?
Gleicher Name hat. Ende Finals. Ja, und mit meiner Telefonnummer. Nein, ich meine, unter welchem Namen ich den Account habe. Wie ist mein Name bei diesem Account? Hein Bergmann. Ah ja, gut, okay, gut. Das ist mein Name, das ist richtig. Meine Telefonnummer haben Sie offensichtlich auch, da muss es ja mein Account sein. Wie immer es dazu gekommen ist. So, und wie kann ich... E-Mail ist dazu noch. E-Mail, welche E-Mail haben Sie von mir? Mailbox.org. Ja, das ist auch richtig. Gut. Ja, und wie kann ich jetzt bei Ihnen investieren? Ich schicke Ihnen per WhatsApp einen Link. Das glaube ich nicht. Sie können mir per WhatsApp keinen Link schicken. Haben Sie kein WhatsApp auf diese Nummer, oder? Das ist eine Festnetzrufnummer, da gibt es kein WhatsApp. Wo ich rufe jetzt, ist ein Festnummer. Richtig, das ist ein Festnummer. Dann brauche ich keine Nummer mit WhatsApp. Ich habe kein WhatsApp. Dann kann ich per E-Mail schicken. Das können Sie. Schicke ich den Link. Und was ist in dem Link drin? Dem Link müssen Sie ausfüllen, Ihre Daten. Ja, erstmal möchte ich da noch ein bisschen was wissen, bevor ich irgendwas ausfülle. Ja, aber schicken Sie erstmal. Aber Sie dazu bekommen von uns, so, geht um diese Investition, nochmal sage ich. Diese sind drei Pakete, 250 Euro, 500 und 1000. Ja. Plus extra Bonus haben Sie noch 50 Euro von uns. Ja. Von einmal, das kann man nicht alles verlieren. Bitte? Da Maximum, was können Sie, wollte ich sagen, von einmal kann man nicht verlieren alles, ganze Betrag. Kann man nicht da verlieren? Maximum, nein, von einmal nur 5%. Nur 5%? Und, ja, wer hat, und wie geht der Handel jetzt vonstatten? Ja. Erst einmal investieren Sie, dann bekommen Sie einen Expertberater. Der ist schon Expert und er beratet Ihnen weiter, wie es geht alles. Weil ich, und der ja, handelt für mich? Zusammen. Ja, gut. Gut. Ja, dann, und wie kann ich das Geld zu Ihnen transferieren? Das Geld ja auf Link dort, Sie ausfüllen Ihre Daten, dort dann Bankkarte. Ich habe keine Betrag. Eine Bankkarte? Haben Sie keine? Was für eine Bankkarte denn? Haben Sie keine Konto im Bank? Doch, natürlich habe ich ein Konto. Ja. Ja. Da brauche ich ja im Prinzip... mehrere Möglichkeiten. Dann brauche ich ja im Prinzip die Bankdaten Ihrer Firma, dass ich mein Geld zu Ihnen transferieren kann. Wie war die Frage nochmal? Hören Sie mir nicht zu? Dann brauche ich die Bankdaten, um mein Geld zu Ihnen auf Ihre Firma zu transferieren. Ja, genau. Ja, in den Link gibt es da alles. Da sind auch die Bankdaten drin? Ja. Ja, ich habe noch keine E-Mail bekommen. Weil ich habe noch nie geschickt. Ja, dann müssen Sie erstmal schicken. Bevor soll ich ein paar Fragen stellen? Bitte was? Was machen Sie beruflich? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte Sie das was angehen? Nicht alle können teilnehmen an unserem System. Ja, gut, okay. Ich bin Hufschmied. Selbstständiger Hufschmied. Alles klar. Wichtig ist das, mit Politikern nichts zu tun zu haben. Ich bin kein Politiker. Mit Amerika. Ich bin selbstständiger Hufschmied. Ich habe nichts mit Politik zu tun. Ja. Alles klar. Dann versuche ich Ihnen zu schicken jetzt per E-Mail. Ja, ich bleibe am Telefon. Ja.
Aber welchen Betrag wollen Sie investieren? Das weiß ich noch nicht so genau. 250 oder 500 oder 1000. Das weiß ich noch nicht so genau. Haben Sie frei heute? Ja? Doch, nein, ich bin am Arbeiten. Ich bin im Büro. Ah, selbstständig. Ja, sagte ich bereits. Aber habe ich nicht verstanden, um was geht Ihre Arbeit? Ich bin selbstständiger Hufschmied. Aber ich nicht bekannt, was es bedeutet. Ich mache Hufeisen für Pferde. Hufeisen für Pferde? Hufeisen. Schuhe für Pferde. Hufeisen. Schuhe. Ah, die da. So heißt es. Ja, verstanden. Interessant. Ja. Aus Metall, ja? Ja, natürlich. Ja. Ich habe immer noch keine E-Mail bekommen. Coach ist weg. Moment, kommt er gleich. Ach, Sie brauchen einen Coach. Machen Sie das noch nicht so lange? Na, normalerweise kommt gleich alles. Wie lange machen Sie das denn schon in Ihrer Firma? Oh, habe ich ein paar Tage. Ein paar Tage nur? Ab Montag habe ich angefangen. Ah ja, okay. Und wie lange gibt es Ihre Firma schon? Wie lange sind Sie eine fahrende Firma? Oh, hier steht über 15 Jahre. Über 15 Jahre? Ja. Vom Forex, mit Forex auch geht, kann man handeln. Mhm. 15 Jahre, das heißt, Sie sind wirklich erfahren als Firma. Als Firma, ja, genau. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ist der Coach inzwischen da? Geht's weiter, oder? So, ist da, ja. So. Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Nein, ich habe ausgemacht. Ah, das ist aber sehr unfreundlich. Nein, weil ich rede mit Coach. Ah ja, und da muss man das Telefon ausmachen. Wie bitte? Und dann muss man das Telefon ausmachen? Ja. Das ist, wie gesagt, sehr unfreundlich. Entschuldigung. Also noch habe ich keine E-Mail bekommen. Ja, machen wir gleich. Ein Chat. Bitte? Mit Coach. Ein Chat. Jetzt? Bitte? Ja, nicht mit Ihnen. So. Okay.
Jetzt, noch eine Minute. Noch eine Minute. Dauert es so lange, eine E-Mail zu versenden? Ah, er war nicht da, der Couch. Hätte Pause, Mittagspause. Ah ja. Aber ist jetzt zurückgekommen, macht er gleich. Ja, mein Vater war Doktor. Doktor? Was? Ja. Arzt oder was? Nein, nicht Arzt. Sondern? Bio. Er war ein Bio. Biologischer Doktor. Ah ja. Und Sie arbeiten jetzt. Und wir mit Mama waren in ein Ausland. Sind gegangen. Ja, in welches Ausland? Ja, da in der Nähe. Wie da in der Nähe? Von was denn in der Nähe? Es ist mein privates Geheimnis schon. Ach ja, aber erst erzählen Sie mir, dass Ihr Vater Doktor war bei der Biologie und dann wollen Sie nicht sagen, in welches Land Sie umgezogen sind. Ja. Genau. Kann nicht leider, Entschuldigung. Ja, gut. Ist ja Ihre Weil Sache. Weil er ist nicht im Leben, deswegen habe ich gesagt. Bitte wäre was? Wäre er noch im Leben, sagte ich nicht. Ja, und weil er gestorben ist, können Sie jetzt nicht sagen, in welches Ausland er gegangen ist? Nein, wir sind gegangen. Er ist dort, ich bin mit Mutter bin gegangen in andere Ausland. Ach, und da können Sie nicht sagen, in welches Land Sie gegangen sind. Kann ich nicht, leider. Ah ja. Kommt drauf noch viele Fragen dann. Ja, gut, aber man muss doch irgendwie, wenn man mit jemandem zusammen arbeiten will, dann möchte man natürlich auch gerne wissen, was diese Firma macht, wo diese Firma sitzt. Ja, über Firma bekommen Sie schon Info. Ja, noch ist nichts da. Mache ich nochmal zu Mikrofon, Entschuldigung. Ah, ja, hat er schon geschickt. Gucken Sie alle. Ja, ich gucke nach. Durch den Spam auch. Ja, ist mehrfach gekommen. Egon Henriks. Genau. Ja, gut. Das ist ja viel Text. Aber da ist kein Link drin. Was ist da? Da ist kein Link da drin. Was ist da drin? Ich gucke gerade nochmal. In der ersten E-Mail war kein Link. In der zweiten war nur ein Link. So. Aber ich sehe in dieser E-Mail keine Bankdaten. Unsere Bankdaten? Ja, natürlich. Ich muss ja Was gibt's dort? Ja, ich denke, ich soll. Ich denke, ich kann bei Ihnen investieren. Da muss mein Geld doch zu Ihnen, Ihrer Firma, kommen. Ja, kommt schon. Ja, wie denn? Wie es funktioniert, weiß ich nicht, wie da ja, kommt eben. Geld. Wenn ich Geld überweisen soll, dann muss ich doch Bankdaten haben von Ihrer Firma. Ja, ich gehe gleich zur Couch, frage ich das alles. Ja gut, dann gehen Sie mal los. Weil sonst hat das Ganze ja keinen Sinn mehr. Alles klar, einen Moment.
Hallo. Ja, hallo. Ich bin wieder da. Ja. Und? Das ist ganze Info, was konnte wir Ihnen geben, wie ich habe verstanden. So geht das. Ja, das Sie haben ja keine Info gegeben. Ich habe ja noch keine Bankdaten von Ihnen. Wie soll ich denn mein Geld zu Ihnen transferieren? Dann füllen Sie aus der ganze Daten. Da ist keine Daten drin. Da ist Transfer nichts. Da ist nichts auszufüllen. Zum Ausfüllen gibt es was, ja. Nee, da ist nichts zum Ausfüllen. Da ist kein Dokument drin. Was ist dann? Mach mir auf, bitte, dass ich sehe gleich, was sieht er jetzt. Bitte? Nein, ich will, dass ich sehe, was Sie sehen jetzt. Ich will auch diese Link aufmachen. Ja, da ist ein Link drin, aber das ist ja ein Shortlink. Und die sind ja immer sehr gefährlich. Nee, nee. Ich klicke nicht auf irgendwelche Links. Ich brauche, wenn ich bei Ihnen einzahlen soll, dann brauche ich Bankdaten. Das ist internationale Unternehmen. Ja gut, aber da steht da ja nicht drin. Das ist ein Shortlink. Das sehe ich am Link. Und was sehen Sie hier? Ich sehe einen Shortlink von einem Admin at rainetcare.com. Das ist eine ganz andere Webseite. Den haben Sie weitergeleitet. Ich möchte so bitte... Geht Transfer. Ja, nee, das ist kein was Transfer. Was möchten Sie? Entschuldigung. Ja. Nein, ich brauche Bankdaten. Sonst kann ich bei Ihnen nicht haben investieren. Haben wir keine Bankdaten, nur so geht es. Ja gut, dann geht es nicht. Dann gehe ich zu einer anderen Firma. Kein Problem. Alles klar. Genau. Wenn Sie keine Bank haben, dann macht es keinen Sinn. Normalerweise hat jede Firma eine Bank. Wenn Sie keine haben, dann macht es ja wenig Sinn. Informiere ich mich darüber. Ja, dann informieren Sie sich darüber. Ich warte. Aber nicht momentan. Nicht Momente? Was nicht heißt? Jetzt. Ja, nee, dann ich glaube, dann wird das nichts. Wenn Sie noch nicht mal eine Bank haben und Sie selber gar nicht Bescheid wissen und Ihr Coach nicht Bescheid weiß, ist schon sehr komisch. Wann soll ich Ihnen rufen? An mit mehreren Infos. Ja, jederzeit können Sie mich anrufen. Ja, mache ich dann. Ich informiere mich mehr darüber und dann melde ich mich wieder. Ja, gut, okay. Muss ich selber auch das verstehen, wie es ja, dann, das wäre gut, wenn Sie selber das verstehen sollten. Ja. Ja. Danke für Ihre Zeit. Ja. Ich wünsche Ihnen auch etwas. Was verrate ich Ihnen dann spätestens im zweiten Anruf? Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Legen Sie auf. Legen Sie doch auf. Sie haben mich doch angerufen. Ja, okay. Tschüss. Ja, tschüss. Guten Tag. Guten Tag, Herr Riebesam. Ja, wer ist da bitte? Lana Spiegel hier. Geht's um die Plattform für passives Einkommen? Sie haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ja, auf mehreren Seiten. Welches war jetzt Ihre? So, bei uns geht's um Projekt Tester. Ja, und welches war Ihre Webseite? Wir verbreiten unsere Werbung auf mehreren Webseiten. Kann ich leider nicht sagen, wo genau haben Sie das gesehen? Ich versuche es nochmal deutlich zu sagen. Welches war jetzt Ihre Webseite, nicht Ihre Werbeseite? Hallo? Ja, bitte? Ja. Also unsere Webseite wäre DAX 40 Trade. DAX 40 Trade? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich schaue doch gerade mal. So, ich bin ja zum Glück gerade im Büro. So, wie heißt Ihre Webseite? Wie kann ich das dann eingeben, Ihre URL?
Moment. Ich muss mal kurz aufpassen, mit oder ohne Bindestrich dazwischen. Also DAX 43 in einem Wort.org. Ja, buchstabieren Sie es bitte mal. Ja, bitte. Dora Anton Xaver. Ja. Nummer 40. Ja. Dreit. Theodor Richard Anton Dora Emil. Ja. Punkt. Otto Richard Gustav. Okay, das ist Ihre Webseite. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, genau, dass ich mich da registriert habe. Okay. Wir haben allerdings die Anmeldung. Bitte? Also wir haben allerdings die Anmeldung mit Ihren Kontaktdaten. Ja. So. DAX 40 Trade. Mhm. Ja, so, dann schaue ich gerade mal. Kommt mir ganz unbekannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf der Webseite war ich sicherlich noch nicht. Weil es ist mir völlig unbekannt. Aber erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Okay, also dann wollten Sie sich erstmal anschauen und dann können wir das bitte nicht weiterreden? Oder wie? Nee, Sie können mir jetzt ja über Ihre Firma etwas erzählen. Ja, also in dem Fall geht es um Projekt Tesla und im Endeffekt geht es um Onlinehandel, also Sie kaufen was zum niedrigeren Preis, verkaufen zum höheren Preis und die Differenz ist Ihr Gewinn. Ganz einfach. Also wir stellen noch unseren Finanzberater zur Verfügung, damit man die passende Strategie und Portfolio entsprechend zu den finanziellen Zielen befassen kann. Ja gut, jetzt haben Sie erklärt, wie es funktioniert, aber über Ihre Firma haben Sie noch gar nichts gesagt. Wo sitzt Ihre Firma? Wie alt ist Ihre Firma? Also unser Unternehmen hat Hauptsitz in Köln. Das heißt, es ist eine deutsche Webseite. Genau, also die Hauptsitz ist in Köln, aber Vertrieb ist momentan in Österreich. Und in generell hat das Unternehmen die Büros europaweit. Ja gut, aber das Wichtige ist ja der Hauptsitz. Ja, also der Hauptsitz ist in Köln. Gut, haben Sie da mal die Adresse für mich? Weil die sehe ich auf Ihrer Webseite gar nicht. Moment bitte. Hallo? Hallo? Ist da noch jemand? Ist Ihr Telefon kaputt? Ich glaube, Ihr Telefon ist kaputt. Ja, hallo? Ja. Ist Ihr Telefon kaputt? Nein, also ich habe mal gesagt, bleiben Sie bitte kurz dran. Also in dem Fall können wir folgenderweise machen. Ich könnte gerne eine Kundenvereinbarung per E-Mail zukommen lassen. Sie können sich das gerne kennenlernen. Und Sie sollten mir doch einfach nur Ihre Adresse sagen. Mehr brauche ich doch gar nicht. Ja, aber so wie ich sehe, die Richtung vom Gespräch, dann stellen noch mehr Fragen und also da kommen natürlich, wenn ich irgendwo investieren, wenn ich darf ich bitte mal was sagen? Wenn ich irgendwo investieren will, dann möchte ich natürlich auch über diese Firma etwas wissen. Wenn die Frage nach der Adresse schon zu viel ist für Sie, dann sind Sie sicherlich nicht die richtige Firma für mich. Ich würde sicherlich noch weitere Fragen stellen. Wollen Sie die beantworten oder wollen Sie lieber auf mich als Kunden verzichten? Also in dem Fall habe ich das Angebot gemacht. Also ich kann gerne mehr Informationen zukommen lassen in Form von einer Kundenvereinbarung. Dann können Sie sich was kennenlernen. Was heißt Kundenvereinbarung? Das heißt, es ist ein Dokument, das wir unseren Kunden zukommen lassen, also ob der Kunde mit diesen Bedingungen von Zusammenarbeit einverstanden ist oder nicht. Ja, das ist aber erstmal keine Vereinbarung, das ist dann wahrscheinlich nur ein Vertrag, oder? Es ist noch kein Vertrag, also es ist nur... Dann ist es also eine reine Informations-E-Mail?
Also Informations-E-Mail, also die Anleitung, die wir senden als Informations-E-Mail, ist da eine kurze Darstellung, wie das Ganze funktioniert. Also von Prozess wissen Sie schon, also das ist nicht. Nee, ich will ja nicht wissen, wie es funktioniert. Ich möchte gerne erstmal wissen, wo Sie sind. Deswegen, ja, so habe ich. Ja, steht da drin, wo Sie sind, steht da drin, wo Sie in Köln ansässig sind? Ja, dann schicken Sie mir das. Dann schicken Sie mir das. Ich bleibe am Apparat. Wenn Sie Ihre Adresse selber gar nicht auswendig kennen. Und Sie können währenddessen auch nicht mir andere Sachen sagen, Fragen beantworten? Offensichtlich nicht. Hallo? Hallo? Ist Ihr Telefon wieder kaputt? Hallo? Das ist ja mal ein freundliches Unternehmen. Ich dachte immer, Frauen wären multitaskingfähig. Sie können ja nicht mal gleichzeitig eine E-Mail schreiben und gleichzeitig reden. Sind Sie sicher, dass das der richtige Job für Sie ist, bei dem Sie da arbeiten? Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? Hallo, ist da noch jemand? Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt oder reden Sie nur nicht? Sind Sie ein wenig redefaul? Oder sind Sie plötzlich stumm geworden? Sie sind bestimmt jetzt in einem Schweigekloster, oder? Och, Sie werden sich sicherlich noch mal irgendwann melden, denke ich. Aber da Sie mir so schön viel Zeit lassen, habe ich mich jetzt noch mal auf Ihrer Webseite umgeguckt. Dort steht, Sie sind eine Firma mit einer Kontakttelefonnummer aus England. Sie sind eine deutsche Firma mit einer Telefonnummer aus England und Sie sind reguliert bei der CISEC, bei der FCA, in Spanien, in Südafrika, in England und in Amerika, in Italien, auf Mauritius. Gut, aber Sie sind gar nicht irgendwo bei der BaFin reguliert. Als deutsche Firma muss man doch bei der BaFin reguliert sein. Und da ist nicht eine Regulationsnummer. Vielleicht sollten Sie lieber Fragen beantworten, weil ansonsten haben die Leute viel zu viel Zeit, sich auf ihrer Webseite umzuschauen. Eine deutsche Firma mit Adresse in Frankfurt, die Sie mir nicht nennen können. Eine Regulation über viele andere Regulationsbehörden, aber keine mit einem Link, mit einer Nummer. Das klingt ja mal sehr glaubwürdig. Na, da haben Sie Ihre Adresse wohl gut vergraben, hä? Wenn Sie gar nicht wissen, wo Ihre Firma ansässig ist. Oder funktioniert Google gerade nicht bei Ihnen? Wer so seriös mit Kunden umgeht, das kann ja nichts Reelles sein.
Sind Sie seriösisch? Ich glaube nicht. Danke für das Warten. Ich habe dieses Dokument hier angegeben, wie versprochen, per E-Mail zugeschickt. Und jetzt muss ich mich verabschieden. Ich habe ja, die ist aber noch nicht, die ist aber noch nicht angekommen. Warum rufen Sie hier an, wenn Sie gar keine Zeit haben? Also ich habe nur mitgeteilt, dass ich hier einen Termin habe. Ganz ja. Einfach. Ja, warum rufen Sie denn hier an, wenn Sie einen anderen Termin haben? Ich habe mich gerade mal ein wenig auf Ihrer Webseite umgeschaut. Erstmal übrigens, die E-Mail ist noch nicht da. An wem haben Sie die denn versendet? An die E-Mail-Adresse, die angegeben wurde. Wenn die ja, stimmt, ist, dann... Es ja. Ist aber noch nichts da. Noch keine E-Mail angekommen. Ich habe die auf jeden Fall geschickt. So, ah ja. Jetzt ist was angekommen. Momentum Vertrieb. Mhm. Das ist ja... Nein, das ist ja nicht... Momentum Vertrieb ist ja nicht Ihre Firma. Und die Adresse habe ich immer noch nicht. Die Webseite, die Sie gesehen haben, das ist nur die Webseite ja, von das der ist, Plattform. Das, nein, Momentum Vertrieb ist ja nicht DAX 40. Das ist nicht DAX 40. Sie wissen aber, was Vertrieb ist, oder? Ja, natürlich. Aber ich wollte die Adresse Ihrer Firma haben. Ich habe Ihre Webseite. Und die, aber Ihre... ihre aber hallo, lassen Sie mich bitte ausreden. Also Ihre Adresse habe ich jetzt immer noch nicht. Wie gesagt, die gewünschten Informationen finden Sie im angehängten Datei. Nein, da ist keine Datei angehängt. Doch, da gibt es ein gehängtes Datei, weil ich dieses Datei angehängt habe. Ah, das ist ein Vertrag als PDF. Jawohl, ich habe, also da finden Sie ausführliche Informationen. Ja, und wo ist die Adresse? Sie können sich gerne mit dem Dokument kennenlernen und dann, wenn Sie die Fragen haben, können Sie Es ist die Momentum GmbH. Das ist ja nicht Ihre Firma. Sie haben sie gesagt, Ihre Firma ist von der DAX 40. Ja, und das ist ein Projekt. Hallo, ich habe noch nicht fertiggestellt. Ich habe meine Frage noch nicht fertiggestellt. Würden Sie bitte zu Ende zuhören? Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Warum unterbrechen Sie mich denn eigentlich dauernd? Warum unterbrechen Sie? Sie können einfach mal beantworten, warum Sie mich dauernd unterbrechen. Das können Sie einfach mal sagen. Ja, dann sagen Sie doch einfach mal, warum Sie mich dauernd unterbrechen. Plattform, nicht von dem Unternehmen. Sie haben nach der Webseite gefragt. Ich habe die Webseite angegeben, aber das ist die Webseite von der Plattform, nicht vom Unternehmen. Ja, ich wollte aber die Plattform von die Plattform wissen. Jetzt fangen Sie schon an zu stottern. Was ist denn los mit Ihnen? Ich habe gestottert, richtig. Die gewünschten Daten mitgeteilt. Nein, haben Sie nicht mitgeteilt. Also, habe ich mitgeteilt. Haben Sie das nicht gesehen haben, tut mir leid. Ja, nein, es ist einfach nicht da. Es ist nicht die DAX 40, sondern das ist Momentum. Ich habe das schon dreimal gesagt. Nein, die verstehen es immer noch nicht. Ne? Ich glaube, Sie sind einer der Betrüger, die sich mit fremden Ködern schmücken. Das ist ein Projekt von dem Unternehmen. Ja, natürlich. Sie wollten die Daten vom Unternehmen haben, natürlich. Haben Sie bekommen. Natürlich. Und jetzt sagen Sie, nee, das ist das nicht. Weil es nein, nicht ist es ja auch nicht. Das ist, was wir wollen. Sie haben gesagt, DAX 40 wäre Ihre Geschichte, ist Ihre Plattform und ich möchte die Lizenz von der DAX 40 haben. Sie haben gesagt, Sie sind ein Kölner Unternehmen. Und ich habe auf Ihrer Webseite geschaut, dass Sie überall registriert sind, aber als deutsches Unternehmen haben Sie keine Regulation von der BaFin. Deswegen habe ich ja diese Daten deswegen haben Sie, also wo sind Sie denn reguliert als DAX 40? Wo sind Sie reguliert als DAX 40? Wo sind Sie reguliert als DAX 40? Das möchte ich gerne wissen. Das können Sie mir jetzt beantworten. Wo sind Sie reguliert als DAX 40? Ja, schönen guten Tag, Thomas Bauer hier am Telefon. Die Kollegin hat gesagt, sie hält ein paar Fragen. Ich würde sie gerne beantworten. Da wird man einfach so weitergereicht. Ja, aber völlig unerwartet von mir auch. Ja, von mir auch.
Es scheint eine totale Anfängerin zu sein, Ihre Kollegin. Also. Also ich werde mit ihr darüber sprechen. Mit ja, wem? Mit wem? Also ich werde mit ihr darüber sprechen. Also ja, bei diesem Anruf, genau. Also die Evaluierung wird gemacht auf jeden Fall. Ja gut. Apropos Evaluierung. Ihre Webseite DAX 40. Wo ist die denn ansässig? Köln. In Köln. Und genau. Dieses in dem Dokument, was sie mir geschickt hat, ist ja nur Momentum aufgeführt. Ich möchte gerne wissen, wo die DAX 40 reguliert ist und wo die DAX 40 ansässig ist. Schauen Sie mal, also die DAX 40 ist in Köln, so wie auch Momentum. Also Momentum ist praktisch das Produkt von, also DAX 40 ist die Plattform, also das Produkt hergestellt vom Momentum GmbH als Unternehmen. Ne? Ja gut, dann möchte ich gerne wissen, warum Sie nicht bei der, als Kölner Firma nicht bei der BaFin reguliert werden. Doch, sind wir. Nee, auf Ihrer Webseite ist es die SISEC, die FCA, die CNMFV, die South Africa, FSCA. Das kann man alles schön sehen. Amerika, Italien, Mauritius, da ist nichts von BaFin, Deutschland. Also es gibt unterschiedliche Regulierungsbehörden. Ja, und genau. Und als deutsche Firma müssen Sie in Deutschland reguliert sein, von der BaFin. Das ist Pflicht. Also die entsprechenden Daten werde ich Ihnen zur Verfügung stellen. Ja, dann sagen Sie mir doch einfach mal die Regulierungsnummer bei der BaFin. Mhm. Moment mal bitte. Ja. So, bitte. Ja. 148. 148. 129. 129. Schauen wir doch mal. Ach, das ist die GBE Brokers Limited. Das ist ja gar nicht die, das ist ja gar nicht die, DAX 40. Und schon hat er aufgegeben. Da hat also so ein multinationales Unternehmen wie die DAX 40 mit Sitz in Köln keine Regulierung bei der BaFin. Die Momentum GmbH gibt als Ziel des Unternehmens das Erwerben, Halten und Verwalten und Veräußern von Unternehmensbeteiligungen an. Also keine Bank- oder Investitionsgeschäfte, wie es die DAX 40 anbietet und für die eine Genehmigung und Lizenz der BaFin nötig wären. Die Momentum GmbH taucht in letzter Zeit mehrfach im Zusammenhang mit Trading-Webseiten auf, weswegen ich vermute, dass die Betrüger wieder mal fremde Identitäten und Firmen nutzen, um sich den Anschein von Seriosität zu geben. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag mit netten Menschen um euch. Bleibt aufmerksam und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter Kascha.